So Leute, da sind wir wieder in Prodromos, bzw. auf Eos und wir haben noch ein bisschen was zu erledigen hier. Und zwar habe ich mich so mal so ein bisschen umgesehen nach der letzten Aufnahmesession und ich habe festgestellt, dass wir einige Häuser noch nicht untersucht haben. Das Blöde ist, als ich das gemacht habe, naja, das war halt direkt nach der Aufnahmesession. Ich habe vergessen, welche Häuser das waren. So, wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen orientieren. Also, es gibt auch noch ein paar Leute, mit denen wir hier reden können. Wir schauen mal. Also ich glaube, hier war ich drin gewesen, ne? Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen hier hin und her laufen und schauen. Ich glaube, hier war ich drin. Ach, hier kann man gar nicht rein, siehst du mal. Gut, gehen wir mal weiter nach Norden. Also es war vor allem die nordöstliche Ecke, die wir noch nicht so untersucht haben. Und wir wollen natürlich alles mitnehmen, denn wir wollen die Früchte all dessen ernten, was wir hier erreicht haben. Immerhin haben wir diesen Planeten lebensfähig gemacht. Und das soll doch was heißen. Macht mal Licht an. Ah ja, hier waren wir. Okay. Da brauchen wir nicht wieder reingehen. Dann ist es wahrscheinlicherweise dieses Haus da, an das wir gehen müssen. Weiß nicht, ob man das als Haus bezeichnen kann. Ich meine... Was? Ach so, du. Gibt's was bei euch? Nee, ne? Ah, sieh mal an. Das nehmen wir mit. Eine ISRU-Anlage. Was auch immer das ist. Ah ja, In Situ Resource Utilization. Klingt gut. So. Sichert also das Überleben. So, dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Ich glaube, hier waren wir noch nicht drin, oder? Ach doch, hier gibt es was zu kaufen. Doch. Hier müssten wir schon drin gewesen sein. Gucken wir einfach mal im Terminal. Ich meine, wenn hier irgendwas wäre... Nö, beide keine Nachrichten. Ist ja geil. Dann müssten wir das ja am Terminal sehen auch. Also wenn wir hier noch nicht gewesen wären. Aber ich glaube, wir waren hier schon drin. Vielleicht bringt uns aber die obere Etage was. Schauen wir doch mal. Pathfinder. Tag. So, gucken wir hier nochmal. Es gibt auf jeden Fall, also es ist wirklich so, dass wir ein paar Sachen noch nicht gesehen haben. Das ist jetzt nicht so auf Verdacht, sondern ich weiß es. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Hi. Mit dem haben wir schon geredet, das weiß ich. Den hatten wir beim letzten Mal schon. Hier waren wir schon. Ja, ja, hi, hi. Dann würde ich sagen, gehen wir noch weiter nach Norden. Vielleicht auch hier drüben, das haben wir auch noch nicht untersucht, oder? Ganz toll. So, wer bist du denn? Dich kennen wir noch nicht, oder? Hallo, Kim Connor. Vorräte, Handel, Nachschub, was auch immer Sie brauchen. Ich kann es besorgen. Obwohl, Sie haben ja schon die Königin aller Quartiermeister an Ihrer Seite. Sie kennen Vetra? Connor hat mir damals auf der Nexus geholfen, alles für die Tempest zu besorgen. Aber ich brauche festen Boden unter den Füßen. Und wenn alles gut läuft, wird der Handel auf Eos schon bald blühen. Okay, eine Bekannte von Vetra, auch schön. Wie sind Sie hier gelandet, Connor? Ich? Sie sind doch der große Entdecker. Ich fülle nur Anforderungsformulare aus. Ach, kommen Sie. Jeder hier hat doch irgendeine Geschichte zu erzählen. Ich habe meine hinter mir gelassen, obwohl Sie... Wissen Sie was? Fragen Sie mich irgendwann anders nochmal danach. Insofern wir dich nochmal sehen sollten, warum nicht? Handelt Eos inzwischen mit neuen Partnern? Welche denn? Nein, im Moment nur mit der Nexus. Aber ich habe Abmachungen mit unabhängigen Bergungsgutsammlern und Minenarbeitern getroffen. Und weitere werden folgen. Mit wem sollte Eos denn handeln? Mal ehrlich, ich meine, das ist der einzige Planet, den wir bisher lebensfähig gemacht haben, oder? Hat der Außenposten alles, was er braucht? Die Nexus hat uns mit dem Nötigsten ausgestattet, aber das macht noch lange kein Zuhause aus. Es ist meine Aufgabe, auch den Rest zu besorgen. Die Labors können ohne gute Logistik nicht arbeiten. Sie werden sie bekommen. Sie sagten, Sie und Vetra kennen sich. Wie ist sie wirklich? Kein Wort, Connor. Schon gut, ich schweige. Zumindest, solange sie in der Nähe sind. Okay, also müssen wir mal ohne Vetra wiederkommen. Das können wir einrichten. Bis bald. Passen Sie auf sich auf und schauen Sie mal wieder vorbei. Das lässt sich einrichten, Vetra zu Hause zu lassen, beziehungsweise irgendwo ist ja hier so ein Ding, an dem wir auch tauschen können. So eine Station. Das ist ohne Probleme machbar. So, wir gehen erstmal rein. Ich habe gerade gesehen, da stand noch einer unten am Fuß der Treppe, aber wir gehen erstmal hier drin schauen.
So, ich glaube, sammeln müssen wir hier nichts, ne? Ne. Das Sonnenlicht beim Aufwachen, das wird großartig. Genießen Sie es. Ich bin die ganze Nacht auf und lese Feuchtigkeitswerte ab. Klingt total spannend. Also wir haben schon den spannenderen Teil der Kolonisierung hier bei uns, das muss man schon sagen. Aber man muss auch zugeben, ohne die Bemühungen der anderen würde halt auch nichts gehen. Ne, also es ist nicht so, als ob wir hier die ganze Arbeit machen und die einfach nur herkommen und ihren Arsch hinpflanzen. So. Ja, geht gleich los. Ich will mir erstmal das Terminal anschauen, das seltsamerweise in den Sand gestellt wurde. Warum auch immer. Das natürlich keine Nachrichten enthält. Warum sollte es auch? So, dann können wir mal mit Mr. Midney reden. Pathfinder. Jacob Midney, Forschung und Entwicklung. Mein Team richtet sich noch ein, aber wir haben etwas entdeckt, das Sie interessieren könnte. Ich bin ganz Ohr. Wir haben einen Entwurf zur Verbesserung Ihrer Panzerung erstellt. Ich lade ihn jetzt hoch. Die nötigen Ressourcen sollten alle auf EOS zu finden sein. Wenn Sie sie beschaffen können, müsste es eigentlich funktionieren. Das klingt sehr schön. Das finde ich gut. Klingt nützlich. Gute Idee, Midney. Das hier könnte die Grundlage für die Herstellung von Panzerungen für die gesamte Initiative bilden. Also viel Spaß bei der Suche, Pathfinder. Und passen Sie auf sich auf. Ich vermute mal, das ist der Lohn dafür, dass wir Forschung als Schwerpunkt ausgewählt haben, oder? Ich vermute mal, wenn wir Militärstützpunkt gemacht hätten, hätten wir jetzt was anderes bekommen. Ich weiß es nicht. So, aber wir schauen uns erstmal noch ein bisschen weiter um. Das ist auf jeden Fall sehr schön und wir müssen wirklich irgendwann mal Forschung anstreben, so langsam. Also ich werde versuchen, die Aufnahmesession wird jetzt auch nicht so ultra lang werden, aber ich werde versuchen, die auch irgendwo zu beenden, wo wir Forschung betreiben können und so weiter. Oh, sieh mal an, ein neues ein neues Raumschiffmodell. So, was gibt's denn hier am Terminal? Glückwunsch! Hey Connor, ich habe von Ihrem neuen Job gehört. Prodromos hat sich eine verdammt gute Geschäftsfrau gesichert. Sie haben Glück, sie zu haben. Wenn wir mal zur selben Zeit auf der Nexus sind, feiern wir das bei einem Drink. Ich lade Sie ein. Vetra. Und Ryder, neugierig wie Sie sind, lesen Sie das hier bestimmt. Hi. Die weiß auch alles. So, dann schauen wir uns mal weiter um. Hier drüben haben wir noch eine Hütte. Weiß nicht, ob die... Ja, die scheint auch offen zu sein. Gehen wir da natürlich auch noch rein. So, wie sieht's denn hier aus? Haben wir hier funktionierende Terminals oder... Ne, die sind bloß Deko, wa? Scheint so. Gibt's denn hier überhaupt etwas? Yale, ah, okay, noch jemand zum Reden. Pathfinder. Oder auch nicht. Vielleicht waren wir ja auch schon mal, das kann natürlich auch sein. Wäre dann wohl naheliegend. Ja, Cora, warum um das Hindernis herumgehen, wenn man auch drüber hüpfen kann, ne? So. Dann hätten wir das also auch soweit untersucht. Prodromos müsste damit weitestgehend abgeforscht sein jetzt erstmal. So, wartet mal. Jetzt will ich mal hier drüben an diese Dingens gehen. Da können wir nämlich nochmal die Teammitglieder umtauschen. Und dann werde ich Vetra nämlich einfach mal ganz fix austauschen. Ach, siehst du mal, hier ist Forschungszentrum gleich mit dabei. So, dann gehen wir mal hier zum Trupp. Und Vetra wird... Wie ging denn das? Wählen? Ah, so. Vetra wird ausgetauscht. Wir können noch mal Drag mitnehmen. Warum eigentlich nicht? Ja, finde ich gut. Mal ein neues Gesicht dabei. Nicht wahr, Kumpel? So, jetzt müssen wir noch mal schauen, wo hier die Quartiermeisterin ist. Das war hier drüben irgendwo, oder? Genau, die hier oben war das doch. Vielleicht ist sie ja jetzt ein bisschen gesprächiger mit uns, was Vetra angeht. Sie sind zurück. Brauchen Sie etwas? Infos über Vetra. Probieren wir es nochmal. Sie sagten, Sie und Vetra kennen sich. Wie ist sie wirklich? Ah, Vetra. Sie haben Glück, dass Sie sie haben. Nur wenige haben die Meuterei auf der Nexus mit so viel Anstand überstanden wie Sie. Die Meuterer wollten, dass sie sich ihnen anschließt. Sie hat abgelehnt. Und dennoch gehören viele von ihnen noch immer zu ihren Kontakten und Verbündeten. Wenn Vetra Nix ihnen einen Rat gibt, sollten sie ihn beherzigen. Das werde ich mir bis bald in Erinnerung behalten. Passen Sie auf sich auf und schauen Sie mal wieder vorbei.
Ich muss sagen, so rein vom ersten Eindruck, den man von ihr gewinnen konnte, ist mir Vetra auch ziemlich sympathisch. Also, ich glaube, die wird mir ganz gut gefallen. Was, echt betrunken um die Uhrzeit? Also, was heißt Uhrzeit, aber es ist heller nicht der Tag. Tja, Leute gibt's. Nehmt ihr mich mit? Hey, cool. Hebt das auch ab, wenn ich draufstehe? Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Okay, ich glaube, hier ist dann wirklich nichts weiter. Die Häuser da drüben müssten wir soweit alle schon erkundet haben, würde ich denken, oder? Haben wir hier irgendwas am Rande liegen? Oh, Cadmium, sieh mal an. Habe ich das schon untersucht? Scheint so, ja. Wir müssen ja auch immer mit ein bisschen sammeln. Und das muss ich auch noch ein bisschen auschecken. Wir müssen mal schauen, wo unser Nomad ist. In die Richtung. Das muss ich auch noch ein bisschen auschecken mit den Ressourcen, die wir hier abbauen können überall. Wir haben ja jetzt noch einiges zu erledigen hier auf dem Planeten. Das will ich auch noch angehen. Wir haben ja noch längst keine volle Lebensqualität. Und auch abgesehen davon einige kleinere Missionen zu erledigen. Und ich will eben auch ein bisschen Ressourcen abbauen. Und das hatte ich irgendwie beim letzten Mal noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, das ist aber gar nicht so kompliziert. So, wo war jetzt der Nomad? Irgendwo hier drüben, ne? Nomad? Da. Total verwirrt. So, dann lass uns mal in das Gerät einsteigen. Okay, und wir werfen mal einen Blick auf die Karte. Wir haben auf jeden Fall hier oben noch so ein Erinnerungsfragment oder so ein Auslöser, genau. Das weiß ich noch. Was haben wir hier? Eine reiche Abbauzone. Das klingt gut, da sollten wir gleich mal hinmachen. Oh, hier können wir noch einen Aufklärungsposten einrichten. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das erhöht die Lebensqualität auf jeden Fall nochmal. Okay, was hätten wir sonst noch? Ich glaube, das ist alles nix. Gut. Was? Schwarzer Bildschirm? Cat-Basis? Na gut, wie ihr meint. Okay, also wir machen erstmal hier oben zu dem... Nee, ich glaube, wir... Wo machen wir denn als erstes hin? Ich glaube, wir checken erstmal diese Abbauzone ab. Und dann machen wir hier hin. Ja, ich glaube, den Erinnerungspunkt, den lasse ich jetzt erstmal außen vor. Da gehe ich dann vielleicht später mal hin. Weiß ich nicht. Wobei wir mir schon... Ach komm, scheiß drauf. Machen wir als allererstes. Dann ist es weg. Wir müssen bloß irgendwie da hochkommen. Wow. Kontrolle ist alles. Muss ich erstmal wieder an die tolle Steuerung gewöhnen von dem Ding. So. Dann checken wir den Spaß doch mal aus hier. Okay, hier haben wir offenbar auch eine Abbauzone. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ja, das war mir schon klar soweit, aber... Wird mir da auch irgendwas angezeigt? Oder, Moment, hier drüben ist schon keine reiche Zone mehr. Ich gehe nochmal kurz hierhin zurück, wo das angezeigt wurde. Ich verstehe halt nicht so richtig. Ah doch, jetzt steigt Kohlenstoff zum Beispiel an. Ah, und wahrscheinlich bauen wir dann genau das ab, was hier angezeigt wird. Okay. Hey, ist das hier unser Zielpunkt für das Quest? Für die Mission? In der Tat. Dann würde ich doch sagen, machen wir doch erstmal das. Bevor wir jetzt erst da hochrammeln, ist es doch eigentlich besser, wenn wir erstmal hier hingehen, oder? Schauen wir es uns an. Hops. Genau, das ist doch, glaube ich, hier das, wo die Leute irgendwelche... Keine Spur von diesen Arbeitern. Aber irgendjemand hat seine Ausrüstung zurückgelassen. Genau. Wo die Leute irgendwelche Roboter umstellen wollten, irgendwelche Bots für sich reprogrammieren wollten. Und sich damit selbst in Gefahr gebracht haben. So, was haben wir denn da? Moment, ich habe hier einen offenen Com-Kanal. Leicht verdientes Geld. Sobald sich die elektrische Ladung aufbaut, haben wir ein paar nette, gehorsame Relikte. Diesmal solltest du dir besser ganz sicher sein, Jennings. Wenn du Schiss hast, kannst du dich gerne hinter den vier Riesen verstecken. Ich hab zu arbeiten. Verdammt, wir müssen sie finden, bevor sie ihre Blödheit noch umbringt.
Und wo? Oh, da lang. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir doch schnell mal zurück zum Nomad. Es sei denn, die sind gleich in der Nähe. Ich weiß halt nicht, wie weit ist das? Oh, die sind am anderen Arsch, der Welt. Haha, am Arsch der Welt sind die. Okay, dann sollten wir wohl Gas geben, ne? Was haltet ihr davon? Auf geht's. War jetzt der direkteste Weg, den ich finden konnte. So, dann müssen wir mal schauen, wie wir hier wieder rauskommen. Ich weiß nicht, ob das so gut war, wie ich hier gefahren bin. Ich glaube, wir müssen erst hier runter, oder? Diese Ecke ist so verwirrend hier. Ja, wir müssen erst hier unten lang. Shit, okay. Dann machen wir das doch einfach mal. Na, komm, spiel mit hier, Spielchen. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen. Ich weiß. So, bei der Gelegenheit. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Genau, bei der Gelegenheit checken wir das gleich mal hier. Mineralien extrahieren. Okay, naja, Kohlenstoff war ein bisschen, aber war jetzt auch nicht so ultra viel, ne? Bin ich noch richtig, ist die Frage. Oh. Die Zeit vergeht verdammt schnell. Scheiße. Ich hoffe, das geht gut. Na, komm, stell wieder auf den. Auf den Ebenenmodus. Das Beste an den Rebellionen war natürlich Kriegsherrin Shiaga, meine Vorfahren. Jeder Kroganer, der in eine Bar kommt, behauptet, sie sei seine Vorfahren. Aber wie viele haben die Clan-Brandzeichen, um es zu beweisen? So nah wollte ich ihnen nie kommen. Jetzt. So, ich lasse sie mal kurz quatschen. Scheiße, wir schaffen das eh nicht mehr. Das ist aber auch totaler Mist, wenn du da oben in der Ecke steckst. Wie kommst du da denn so schnell raus? Verdammt. Ah, ich weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal irgendwie laden sollten. Wie kommt man denn innerhalb von 2 Minuten so schnell darüber? Kommen wir hier vielleicht direkt durch? Ich meine, ich habe jetzt natürlich viel Zeit verloren durch den Schwenker, den ich da gemacht habe. Ich glaube, ich lade nochmal. Wir schauen mal kurz, ob es irgendeinen Ladepunkt gab. Automatisches Speichern. Wir schauen es uns mal an. So. Wir schauen mal, wo wir rauskommen. Aber eigentlich müsste es ja einen automatischen Speicherpunkt gegeben haben, oder? Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Ach shit, da komme ich hier raus. Warte mal. Zu den Arbeitern begeben? Jetzt ist er aber ohne Zeitlimit. Das verwirrt mich jetzt. Wir haben kein Zeitlimit mehr. Ist die Mission jetzt gescheitert? Innerhalb des Toleranzbereichs. Wir werden es sehen. Die sind rapide angestiegen, Pathfinder. Und wenn sie gestorben sind, dann ist es mir ehrlich gesagt jetzt auch egal. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ah, siehst du mal, jetzt haben wir Graphit bekommen. Alles klar, dann scheint es also doch so zu funktionieren, wie ich mir das dachte. Wie fahre ich denn gerade? Doch, wir sind richtig, okay. Das ist irgendwie doch ein bisschen verwirrend hier, muss ich sagen. Warte mal, kommt man hier durch? Wo kommt man denn da hin? Oh, hier ist eine Abkürzung. Aha. Sieh mal einer an. Da kann man gut was sparen an Zeit, wenn man hier gleich durchfährt. Siehst du mal. Man muss ja die Gegend erstmal ein bisschen erkunden. Also es kann ja. Man kann ja nicht so von jetzt auf gleich wissen, wo es lang geht. So, ich glaube aber, wenn wir jetzt da hinkommen, werden die Leute schon tot sein. Das wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Ich muss nochmal ganz kurz noch auf der Karte checken. Was ist denn der andere Punkt jetzt? Den habe ich gesetzt, den Wegpunkt. Ja, nimm den mal raus. So, dann fahren wir jetzt mal ganz in Ruhe darüber und werden wahrscheinlich feststellen, dass dann doch alle tot sind. Aber ich habe kein Mitleid. Also, die sind halt dumm, die Leute. Dann müssen sie auch damit leben, dass ihre Dummheit sie umbringt. Beziehungsweise eben nicht damit leben.
Okay, wir schauen mal, wie wir hier am besten jetzt durchkommen. Vielleicht komme ich auch hier oben lang. Ich probiere das mal gerade aus. Ach shit, hier ist diese komische Basis, ne? Ich glaube, hier werden wir uns eher festbeißen. Innerhalb des Toleranzbereichs. Okay, ich lasse das mal. Wir fahren Sie unten lang. Woran man erkennt, dass man etwas richtig gemacht hat. Es gibt mehr Lebende als Tote. Es ist eine harte Welt. Aber man kann sich an alles gewöhnen. Man muss es nur versuchen. Die Leute wollen hierher kommen. So, wie sie auch nach Andromeda kommen wollten. Der Unterschied ist nur, dass sie jetzt wissen, was sie erwartet. Es ist ein Wunder, dass dieser Spruch von dem Kroganer kam, oder? Mit dem mehr Lebender als Tote? Man sollte meinen, gerade Kroganer sind eher drauf aus, alle Feinde tot zu sehen. Ich muss auf jeden Fall mal den Nomad verbessern, also die Sprungkraft ist noch nicht so besonders von dem Ding. Helfen Sie uns, bitte! Was haben wir denn hier? Die leben noch, ist ja Wahnsinn. Okay. Oh, das war nix. So, gleich in den nächsten rein. Ja, an den komme ich natürlich nicht ran, ne? So. Was ist das denn? Oh. Okay. Das kriegen wir hin. Haben wir noch mehr? Da drüben ist noch irgendwo was, oder? Da kommen sie! Da ist noch einer. So, den hätten wir. Das hätten wir. Ich glaube, das hat funktioniert. Ich dachte eigentlich, die sind alle tot, wenn wir hier ankommen, aber sieht gut aus. Perfektes Timing. Danke für die Hilfe. Ist Ihr Experiment mit den Relikten etwas schiefgegangen? Okay, wer hat gequatscht? Kasparek? Ja, darauf wette ich. Diese Relikte könnten unsere Felder pflügen und uns vor den Ketten schützen. Sie kontrollieren sie doch auch. Also warum sollten wir es nicht tun? Vielleicht, weil sie euch umbringen, weil ihr nicht wisst, wie es genau funktioniert. Also ich meine, ihr solltet vielleicht erstmal sicherstellen, dass ihr überlebt, bevor ihr anfangt, solche Sachen anzufangen. Ja, was auch immer. Wie viele Leute müssen verletzt werden, bevor sie mit diesem Unsinn aufhören? Der Pathfinder hat recht, Jennings. Ach, na schön. Aber sie können uns nicht immer beschützen, Pathfinder. Wir brauchen hier draußen jeden Vorteil, den wir kriegen können. Das ist ja der Punkt. Ich kann euch nicht immer davor beschützen, wenn ihr hier irgendwelche Maschinen anwerft, die euch dann umbringen wollen. Das ist geile Logik von dem Typen. Geile Logik. Okay. Wir haben wieder einen Fähigkeitenaufstieg. Das ist auch sehr schön. Da müssen wir auch mal ein bisschen schauen. Ich würde aber sagen, das machen wir später. Erstmal bewegen wir uns zum Nomad zurück. Diesen Turm oder diese Relikte hier, das ist alles schon bekannt, oder? Nee. Kerntech von der Initiative. Also nichts Fremdes. Gut, wir schauen mal, ob wir vielleicht auch so mit ihm reden können. Perfektes Timing. Danke für die Hilfe. Nee, okay. Der ist ansonsten nicht sonderlich redebedürftig, der Typ. Könntest Perfektes du vielleicht... Timing. Ich will nicht mit ihm reden. Danke für die Hilfe. Ja, ist ja gut. So, die Überreste will ich untersuchen. Meine Güte. Es ist aber auch schwer manchmal hier. Okay, halt. Hier gibt es das zu untersuchen, oder? Kann das sein? Ist das hier? Ich meine, mir wird hier zumindest was angezeigt, aber... Wer weiß. Vielleicht ist das auch schon gar nicht mehr aktuell für uns. Ich weiß es nicht.